Herzlich willkommen in meinem neuesten Video, in dem ich eure Fragen zum neuen Aladdin-Film beantworte. Ich habe euch bei Instagram gefragt, was ihr gerne wissen möchtet zum Film. Und ja, jetzt geht's los. Also, Melly hat gefragt, findest du die Live-Action-Adaption wird dem Original gerecht? Okay, das ist, glaube ich, die Frage, die alle am meisten beschäftigt. Zumindest geht es mir immer wieder so bei allen Live-Action-Remakes, die Disney rausbringt. Wird der neue Film dem Zeichentrickklassiker gerecht? Ja und nein, ich kann es nicht eindeutig beantworten. Ja will ich definitiv nicht sagen. Nein wäre aber auch zu hart, denn was der Film wirklich toll macht, ist, wie gesagt, ist die Musik, die den Film damals für mich unter anderem ausgemacht hat, weiterzuentwickeln, in einer neuen Version darzustellen, die wirklich Spaß machen, weil die wirklich Spaß macht. Ansonsten wird halt alles dem Live-Action oder dem Realfilm Genre sehr angepasst. Soll eben heißen, dieser Film fühlt sich sehr, sehr realistisch an, was mir persönlich aber die Magie in dem Film genommen hat und ich dementsprechend weder hundertprozentig in der Story war, noch hundertprozentig mit den Charakteren mitfühlen konnte. Deswegen eher nein als ja tatsächlich. Auch wenn der Film definitiv Spaß gemacht hat und rein filmisch gesehen wirklich toll war. Aber ja, das ist meine Antwort. Spinatmädchen fragt, wie war es Alan Menken himself am Red Carpet zu interviewen? Ja, ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe in meinem anderen Video Ausschnitte von dem Event in Berlin hochgeladen, inklusive Pressekonferenz und Red Carpet, roter Teppich und was nicht alles. Und ich habe diesen Tag bis zum roten Teppich tatsächlich auch mit Spinatmädchen verbracht, was mir an sich schon sehr viel Spaß gemacht hat, das war wirklich toll. Wie war es denn jetzt aber, Alan Menken zu interviewen? Ganz ehrlich, ich war so nervös. Ich habe zwar die Einstellung, das sind auch alles nur Menschen und so ist es letztendlich auch, aber als ich dann wirklich den Songschreiber oder den Komponisten von so vielen Disney-Klassikern vor mir hatte, fing es bei mir einfach nur noch an zu stottern. Ich habe ich musste um dieses kurze Interview tatsächlich auch sehr stark kämpfen. Aber dann kam er tatsächlich zu mir und ich hatte die Möglichkeit, ihm zwei Fragen an ihn zu stellen. Ich wollte die Fragen eigentlich auch in andere Reihenfolge stellen. Das hat sich dann erledigt gehabt in der Nervosität. Ich habe, wie gesagt, gestottert. Ich glaube, ich konnte meinen Namen nicht mal mehr richtig aussprechen. Jedenfalls, ich habe ihm die Hand gegeben. Ich habe ihm zwei Interviewfragen stellen können. Und allein das war diesen ganzen... die ganze Reise nach Berlin, den Aufwand und was nicht alles einfach schon wert. Denn es war einfach ein tolles Gefühl, ihn zu treffen, ihn zu interviewen. Das war der Wahnsinn. So, dann die nächste Frage von Sven Disney. Wie heißt Speechless in der deutschen Version? Sprachlos? Und er fragt auch, wurden die Songtexte viel verändert im Vergleich zur Zeichentrickversion? Ich habe den Film tatsächlich nur in der englischen Version, in der Originalversion gesehen, deswegen kann ich diese Fragen nicht beantworten. Zumindest nicht besser, als ihr das alle selbst auch schon machen könntet. Denn von den Ausschnitten, die bisher veröffentlicht wurden, sieht es so aus, als würden sich die Songs selber, die Songtexte im Deutschen, sehr stark an dem Original von damals orientieren, was ich persönlich sehr begrüße. Allerdings hatten wir auch schon einige Szenen gesehen, wo der Songtext komplett neu geschrieben wurde. Warum das der Fall ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bin persönlich immer ein sehr großer Freund davon, wenn man die Kontinuität so lässt, denn im Original werden die Songtexte auch nicht großartig umgeschrieben. Manchmal schon tatsächlich. Deswegen finde ich es immer dann gerechtfertigt, wenn die Situation verändert wird, wenn die Message einfach eine andere sein soll oder anders betont werden soll oder was auch immer. Deswegen hoffe ich, dass sie die deutsche Version im Ganzen dann sich auch sehr, sehr stark an die Texte von damals hält und eben nicht sehr viel dazu erfindet. Denn das hat mich persönlich schon sehr bei der deutschen Version vom Aladdin Musical enttäuscht. Deswegen hoffe ich, dass das in dieser Version nicht wieder der Fall sein wird. So, die nächste Frage lautet, inwiefern ist Genie dieses Mal sein eigener Charakter
oder wie sehr ist der tatsächlich an die Zeichentrickversion auch gebunden? Ja, also auch das war eben eine spannende Frage, die mich im Vorfeld beschäftigt hat. Ist oder wird Will Smith einfach nur Genie von damals kopieren? Oder wie wird das Ganze ausgehen? Also letztendlich, wie gesagt, die Grundstory von Genie ist immer noch dieselbe. Er ist ein Gefangener, er hat seine Kräfte, er kann sich nicht selber frei wünschen und so weiter und so fort. Kennen wir alles schon. Und natürlich ist er auch immer noch super witzig, aber das Ganze hält sich mit den Witzen auch sehr stark im Hintergrund. Dadurch wird Genie eben nochmal ein ja, lebensechterer Charakter. Und nicht ein, das ist jetzt positiv gemeint, nicht ein wandelnder Witz einfach. Will Smith hat definitiv seine eigene Seite damit reingebracht, das merkt man auch immer wieder, das merkt man teilweise in den Songs, das merkt man in seiner Darstellung. Man merkt es einfach, es ist also nicht hundertprozentig derselbe Charakter. Aber wäre es eine reine Kopie gewesen, wie gesagt, hätte man sich diesen ganzen Film auch sparen können. Deswegen bin ich froh, dass Will seine eigene Version hier mit reinbringen konnte und da anscheinend auch relativ viel Freiheit für hatte, doch. Als nächstes hat Sarah gefragt, wie die Schauspieler so privat drauf sind. Ja, also privat kann ich natürlich schlecht beurteilen. Ich kann nur das beurteilen, was man eben auf der Pressekonferenz und am roten Teppich gesehen hat. Gerade Will. Also Will Smith ist super nah an den Fans dran und man merkt einfach, er ist ein absoluter Profi. Er war ja der Stimmungsmacher in der ganzen Pressekonferenz. Er hat sich so wohl gefühlt. Er hat das war mein Gefühl, er hat die Journalisten sieht er als seine Freunde letztendlich an. Und er hat einfach seine Witze gemacht, auch mit seinen anderen, mit seinen Co-Stars und so weiter. Und der restliche Cast, also Mina Massoud und Naomi Scott, die noch mit dabei waren, die waren gefühlt etwas zurückhaltender. Die sind ja auch noch relativ neu im Showbusiness. Waren auch auf jeden Fall gut drauf, auch sympathisch. Waren sie nicht zu schade, ab und zu mal einen Witz zu machen. Man konnte ihnen eindeutig anmerken, dass sie in Will Smith auch so eine Art Mentor gesehen haben. Ich glaube, das haben sie sogar erwähnt. Genau, also letztendlich, ich will nicht von einer großen Familie sprechen, aber ja, die Schauspieler hatten definitiv eine gute Verbindung miteinander und das hat man einfach gespürt. So, und eine letzte Frage habe ich noch, und zwar von Hannah. Hannah fragt, was ist dein Lieblingssong im Film? Okay, nee, ich wollte gerade sagen, da muss ich nicht lange drüber nachdenken. Tatsächlich muss ich aber kurz drüber nachdenken. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten und das wäre einmal Arabian Nights und das andere wäre Prince Ali. Und ich gehe aber mit Prince Ali. Der Song hat so viel Spaß gemacht, war so ja, upbeat, so motiviert, so ja, einfach eine riesige, geile Nummer, die wie gesagt, einfach nur Spaß gemacht hat, die einen mitgerissen hat. Ja, was soll man dazu sagen? Also, der Song war wirklich 1A. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen mit euren Fragen zum Film. Aladdin läuft jetzt im Kino und was ich jetzt auch einmal machen werde, ich werde noch einmal jetzt an dieser Stelle die Interviews mit einfügen, die ich am Roten Teppich in Berlin gemacht habe. Und zwar ist das einmal mit Alan Menken, dem Komponisten von Aladdin, und dann mit Manuel Straube, der deutschen Gesangsstimme von Genie. Viel Spaß und viel Spaß im Kino! You're the composer of one of my favorite movies, Hercules, actually. So I heard you were doing some new songs for a show in New York. Yes, we are bringing a stage version of Hercules to Central Park this summer. And we have a lot of really good new songs, and it's so exciting. So I would love to attend. I hope I can make it. It's in September, It's I going to be a believe. hard ticket to get, I got to tell you. Will it be available later on, like as a Well, full hopefully musical? after that it'll move and continue. But, you know, because we're only doing, I think, seven performances in Central Park. So I wouldn't make a special trip in unless... I was talking if part of your boy was in the new movie. It wasn't, I found out. Do you think it got like a permanent home in the musical, Oh, or of why course. didn't you include it? No, it's in the stage musical, and it's in the deep in the heart of of Aladdin. But for this movie, there's just only so much real estate, that we can put new songs in, and we have this new song for Jasmine called "Speechless," and that's my new baby, and that's really where where my energy's been going.
that song. It's so important to have Jasmine, you know, find her voice and speak her piece. All right, thank you so much. Du sprichst oder singst in Aladdin den Genie, das heißt, du singst Will Smith. Erzähl mal, wie war's und wie kam es dazu? Super, ich wurde gecastet, wie einige andere auch, und also man muss dazu sagen, in meiner Laufbahn als Synchronsprecher kam es immer wieder mal dazu, dass Leute gesagt haben, ich klinge so ein bisschen wie Jan Rudel, aber ich habe immer gesagt, so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und das wurde dann auch so ein bisschen von mir verlangt, dass ich versuche, in die Richtung zu gehen, weil das ist ja naheliegend, Jan, der nicht so gerne singt, und dann musste das halt gecastet werden, und dann haben wir das mit mir gemacht, und haben wir vielleicht ganz gut hinbekommen, glaube ich. Sehr herzlichen Glückwunsch. Bald kommt ja auch der König der Löwen wieder ins Kino. Irgendwie eine Chance, dass du da einen kleinen Home Run machst? Kann ich nicht sagen. Das wäre ein tolles, ja, tolles Karriere, sagt man. Ja, klar, aber wie gesagt, ich meine, wie das immer ist, also dazu kann ich nichts sagen. Alles klar, dann drückst du die Daumen. Und so klingt dann das Ergebnis von Alans und Manuels Arbeit. Prinz Ali, klasse wie nie, Ali Adabla, zeigt ihm Respekt und geht korrekt auf eure Knie. Doch bleibt auch möglichst entspannt, entstaubt das Sonntagsgewand, denn sein Gespann sprengt die wildeste Fantasie. Prinz Ali, mächtig wie nie, Ali Adabla, voller Kraft, was der so schafft, ratet ihr nie. Sein Mut ist weltweit bekannt, sein Schwert ist scharf und rasant, doch der Allerschärfste im Land ist Prinz Ali. Freunde, er hat 200 Freunde in Familie. Aha, jetzt die Damen, was hat er? Aha, aha, aha. Seine Sammlung ist sehr zu empfehlen. Freunde, kommt und helft mir mal. Was für ein Zoo ist aber so eine tolle Menagerie.